Speed-Dating geht einfach darum, dass Betriebe sofort, ohne dass die Bewerber Bewerbungsunterlagen zuschicken müssen, die Betriebe sofort kennenlernen können. Das heißt, hier zählt die Persönlichkeit in erster Linie, nicht die Bewerbungsunterlagen. Die Bewerbungsunterlagen kommen erst im zweiten Schritt. Man bereitet sich ein bisschen vor, ist vielleicht ein bisschen businessmäßig auch gekleidet, hat seine Bewerbungsunterlagen dabei. Da kommt man hier in die IHK, ins Haus der Wirtschaft, informiert sich an dem Plan, auch welche Betriebe da sind, welche Ausbildungsberufe vorgestellt werden. Dafür haben wir einen schönen Plan ausgehängt, dass man sich auch sofort orientieren kann, in welchem Raum, an welchem Tisch der jeweilige interessante Betrieb da ist. Dann checkt man ein, wird registriert am Anfang. Man kann seine Bewerbungsunterlagen auch nochmal checken lassen. Es gibt also einen Bewerbungsunterlagen-Check. Und wenn man das durchlaufen hat, dann kommt man hier rein in den Saal Baden, ins Foyer und guckt sich um und sucht sich den Betrieb aus, bei dem man sich bewerben möchte. Dann stellt man sich kurz am Tisch vor, nimmt in der Regel Platz und dann fängt ein kurzes Bewerbungsgespräch an, das in der Regel so 10 Minuten, Viertelstunde geht, um einfach zu sehen, ob man vielleicht zueinander passt, ob der Beruf interessant ist, ob das Unternehmen interessant ist. Umgekehrt, das Unternehmen wird kurz checken, ob der Bewerber interessant ist. Und in der Regel geht man so auseinander, dass man ein Bewerbungsgespräch im Unternehmen nochmal ausmacht oder dass man einen Schnuppertag im Unternehmen ausmacht, sodass der Jugendliche auch direkt im Anschluss was in der Hand hat, was er dann mit nach Hause nehmen kann.